Moin Leute und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Train Fever. Und ja, falls ihr euch irgendwie fragt, ja, Train Fever, warum kommt denn jetzt noch Train Fever, wenn ich ja Zugang zu Transport Fever habe? Ja, es liegt einfach daran, dass natürlich in Transport Fever noch nicht so viel Mods aktiviert sind, die wir ja hier in Train Fever haben. Deshalb werden hier noch sicherlich einige Folgen an Train Fever kommen, denn ich möchte ja auch natürlich diese Map vollenden, möchte alle Städte anschließen, dass mir das alles so gefällt, ja, und dann mal schauen, ob wir dann nochmal eine neue Map anfangen oder ob wir dann komplett zu Transport Fever übergehen. Das weiß ich jetzt noch nicht, aber das werdet ihr dann sicherlich oder spätestens dann sehen, wenn wir die Map fertig haben. So, 281 ist das Maximale. Können wir ja mal auf 270 machen. Brauchen wir noch das Parallelgleis. So, jetzt möchte ich hier mal gern speichern, weil das Spiel ist mir gerade schon zweimal abgeschmiert. Habe ich immer neu anfangen müssen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es mir wieder abschmiert. Wenn ja, sehen wir uns gleich wieder. Also, ich habe hier immer noch hier die Weiche gebaut. Das ging noch. Wo müssen wir denn hin? Da drüben. So, das ging noch alles. Aber ich würde gern hier ein bisschen die Kurve hier entschärfen, dass wir vielleicht nicht so große Probleme haben mit dem zweiten Bahnübergang. Jetzt ist die Frage, reicht das? So sieht's besser aus. Also nochmal. 62. So. Jetzt würde ich gerne nochmal abspeichern, weil jetzt ist mir immer Train Fever abgeschmiert. Jetzt machen wir es mal anders. Jetzt ziehen wir die hier erstmal komplett rüber. Hierher. Was für Brückenpfeiler-Kollision. Oh ja, die senkt sich wieder. Warum denn das? Nein, bleib gerade. Wieso willst du denn anders? Einmal hier komplett drüber. Wunderbar. Oh je, wann biegt sich die denn? Ist hier. Okay, damit wir dann ein bisschen anders machen. Da ist der Anschluss. Machen wir das mal so. Moment. Ja, so die grobe Richtung stimmt mal. Oder wo müssen wir denn hin? Da müssen wir hin. Ja, ein bisschen zurück. So vielleicht. Nehmen wir die oder nehmen wir die? Ich glaube, wir nehmen die. Ja. Na, dann geht's weiter. Da haben wir eigentlich gar nicht mal so schlecht getroffen. So, Kollision mit dem Meer. Jetzt ist die Frage, warum sinkst du hier ab? Wie bist du auf normaler Höhe? Du bist das so. Okay, komisch. Vielleicht müssen wir hier nochmal so einen ebenerdigen, wie soll ich das nennen jetzt? So einen ebenerdigen Streifen machen. So, und dann rüberziehen. Bringt das was? Aha. Wunderbar.
Hat zwar ein paar Kurven drin, aber das ist jetzt mal nicht so wichtig. Oh, das ist schon eher wichtiger. Denn wir brauchen hier Platz. Damit wir da noch eine Kreuzung hinbekommen. Auf jeden Fall ebenerdig. Ja, das können wir so lassen. So? Ja, so. Dann machen wir da wieder später was hin. So. Oh, jetzt ist die Frage. Ja, genau, das ist das Gleis. Ja. So, diese Brücke. Danke. Parallelbrücke. Bin mal gespannt. Dürfen wir bloß nicht so viele Züge da drauf schicken? Weil natürlich dauert die Überfahrt hier ziemlich lange. Ist die Frage, wie wollten wir das denn machen? Da haben wir Getreide. Und das wollten wir hier hochschicken, genau. Und das wollten wir das wieder komplett zurückgeben, oder? Ach nee, dann wollten wir ja noch von hier Holz holen. Da abliefern und dann da weitergeben, genau. So. Schieben wir das mal bis da. Nee, davor möchte ich doch gern was anderes machen. Wir machen hier mal eine 80er. Lang eine 80er Kurve, jetzt die Frage. 100. Geht hier nicht. Ja, machen wir einfach eine 80er. Ziege müssen ja hier nicht mehr schnell fahren. Machen wir hier einfach eine 100er. Genau, so, wunderbar. So, jetzt möchte ich dann doch nochmal speichern. Denn okay, das geht nicht. Das geht nicht. Ab hier ist erst die Krümmung weg. Aber das Spiel stürzt mir nicht mehr ab, Gott sei Dank. Kann ich das noch ein bisschen nach hinten versetzen? Na, minimal. Wirklich nur minimal. Oh, das ist nicht viel. Das ist überhaupt nicht viel, was ich da nur nach hinten gehen kann. Wie können wir das anders lösen? Wie können wir das anders lösen? Gute Frage. Wir könnten ein bisschen flacher rauskommen. Wenn das was hilft. Wir könnten ein bisschen flacher rauskommen. Und könnten damit sagen, dass die Kurve nicht so eng ist. Also ich sage jetzt mal mit 80, ja. Ich glaube eher, dass wir da von Hand aufschütten müssen. Probieren wir mal. So dicht am Wasser wie nur möglich. Jo, wird gut aussehen. Nur 80. Hatten wir. Wie sieht's hier aus? Wir fangen hier an. Haben wir 80.
Okay, da muss noch ein bisschen hoch. Ja, das ist immer so ein bisschen Gefummel, wie ich es immer so schön nenne. Aber wenn man halt etwas braucht, dann braucht man es. Kann man nicht viel ändern. Ich würde es einfach mal so probieren. Ich hoffe, das geht. Okay, der nimmt es nicht an, aus irgendeinem Grund auch immer. Da nimmt das an. Okay, da sind wir dann vielleicht doch zu weit schon draußen. Sollen wir das vielleicht ein Pixel kürzer machen? Oder ein, wie soll ich es nennen, eine Einrastfunktion kürzer? Halt, 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 halt. Können wir jetzt bauen? Immer noch nicht. Wieso denn das? Wegen dem da. Wie sieht's jetzt aus? Nee, müssen wir nochmal eins kürzer machen. Dann sind wir fast wieder auf dem Level, was wir vorhin waren. Oder ich mache das hier auch wieder komplett ebenartig. Damit da das Spiel eigentlich gar nicht so viel zu meckern hat. Ja, nicht schlecht. So. Lass mal so. Hatte immer noch zu meckern. Und so. Au. Probieren wir mal. Gut, es kostet uns natürlich immer ein bisschen was, aber wir haben's ja. Ach so, jetzt muss ich das auch wieder. Oh. Stimmt, man muss es ja immer abreißen, weil eine Verbindung auf der Brücke geht nicht. So, jetzt bin ich gespannt. Er nimmt's nicht an. Wie bekommen wir jetzt den Zipfel hier weg? Den bekommen wir nämlich nicht weg. Doch, wir können noch raus, wir können noch raus. Stückchen, Stückchen. Stückchenweise. So, jetzt nochmal rüberziehen. Komm schon, bitte. Kollision bei der Terrain-Angleichung. Mann! Ist das ärgerlich. Es ist richtig ärgerlich, sowas. Wir können ja hier mal gucken, minus 10 Millionen. Und wenn der jetzt aber immer noch irgendeinen Fehler bringt, dann rasch dich aus. Wow, das jetzt geht der schon nicht, oder wie? Aha. Interessant.
Sehr interessant. Müssen wir das mal komplett abreißen und müssen hier mal komplett nach unten. Jetzt probieren wir die andere Variante. Noch ein bisschen. Ja, also ich glaube, ich weiß schon, wie ich die Folge nennen werde. Wahrscheinlich Probleme an der Brücke, ja. Kann ich mir gut vorstellen, dass ich die so nennen werde. So, eigentlich müsste ich jetzt mit dem hier anfangen. So, auf 81. Und dann so. Und wenn ich jetzt eine Brücke baue, hat er keine Probleme mit. Der genauso wenig. Wunderbar. Wenn ich jetzt hier eine Weiche baue, dann geht die hier. Das ist gut. Und dann könnte ich hier rüber. Reicht nicht. Wieso reicht das nicht? Egal, wir bauen mal die Brücke kurz. Dass wir die letzten Millionen dann auch wieder in den Sand setzen. So, genau. So, dann haben wir gesagt, einmal hier die Kurve. Und dann hier rüber. Würde sogar gehen. Jedoch ist uns die Straße im Weg. Müssen wir dann irgendwie nachträglich noch machen. Das ist die Krümmung zu groß. Nein. Wahrscheinlich wegen einem Pixel oder so. Wir könnten ja auch sagen, wie viel, wir können ja auch zum Beispiel so machen. Hier rein. Wir haben mit 50, ja, dann könnten wir sagen. Hier mit 50 raus. So. Und dann hier rein. Wieso ist jetzt hier der Weichenbau fehlgeschlagen? Hä? Ja, warum ist es hier Weichenbau fehlgeschlagen? Oh, 50. Und jetzt muss ich doch das hier verbinden können. Krümmung zu groß. Krümmung zu groß, Krümmung zu groß. Das ist immer ein Problem bei Train Fever. Das geht! Oh, das geht! So, und dann könnte ich hier weiterbauen. Oh, geil. Erstmal abspeichern, bevor mir Train Fever wieder abschmiert. Oh! Mein Gott! Und dann würde ich einfach sagen, wir legen hier eine Brücke drüber. Das ist das Einfachste. Können wir sagen, von ab so hier drüber.
Ah, die startet mir jetzt zu früh. So ein bisschen länger ziehen. Ja. Das ist zu wenig. Machen wir es so. Das geht nicht, geht nur so. Ja, gut, dann lassen wir es halt so. Reißen wir das ab, wandert die zu. Genau, ist genauso. Wunderbar. Eieiei, das war eine Geburt. Oh, jetzt müssen wir nur noch hier die Güterzüge mit einbinden. Ich sehe jetzt schon, dass es hier später einen Riesenstau geben wird. Ja, wie machen wir das jetzt? Für wie viel ist denn die Weiche? Für 80? Ja, gut. Können wir da nicht mehr viel machen. Wie gesagt, leiten wir hier raus. Dahin, fertig. Boah, das war eine wirklich schwere Geburt. So, das wird ja hier nicht viel anders. Aber ich sehe gerade, hier beschäftigen wir uns das nächste Mal. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.